Ich möchte wissen, was davor schützt, Asthma und Allergien zu entwickeln. Wir untersuchen die Lebensbedingungen von Kindern mit und ohne Asthma. Und dabei ist uns aufgefallen, dass es Kinder gibt, deren Lebensbedingungen derart geschaffen sind, dass sie ein sehr viel geringeres Risiko haben, Asthma und Allergien zu bekommen. Und das sind Kinder, die auf dem Bauernhof leben. Die Hygienehypothese heißt, dass Kinder, die in nicht so hygienischen Umfeld aufwachsen, ihr Immunsystem besser trainieren, sodass dieses Immunsystem nicht auf die Idee kommt, anormale Reaktionen zu entwickeln. Mich motivieren die Kinder. Ich möchte rauskriegen, wie ich tatsächlich helfen kann, in dem Sinn, dass ich entweder eine Heilung finde oder besser noch, dass es gar keine Asthma und Allergien überhaupt entstehen.